Ich bin Mike. Und ich bin Marion. Und zusammen sind wir Allstars. Wir sind geboren in Hamm, in Deutschland. Wir sind aber zurzeit nicht in Hamm, sondern hier auf Curaçao in der Karibik, auf den niederländischen Antillen. Und das ist Teil unseres Jobs. Das Schöne, in andere Länder zu reisen, hat natürlich auch damit zu tun, dass man nicht nur dieses Land wie ein Tourist kennenlernt, sondern die Menschen so kennenlernt, wie sie tatsächlich leben, wohnen, arbeiten. Also schöner kann man tatsächlich nicht arbeiten. Wenn man einmal schaut, wo wir uns gerade aufhalten, absolut fantastische Location hier. Wie sie denn tatsächlich aufgewachsen ist und was ihr so alles geschehen ist mit ihren jungen 22 Jahren. Ja, also mein Name ist Marion und ich bin 48 Jahre alt. Schock, du hast mir ganz was anderes gesagt. Das wusste ich ja gar nicht, da müssen wir später noch mal drüber sprechen. Ja, mein Leben hat eigentlich früh schon mit dem geschäftlichen Gedanken immer begonnen. Während andere in der Schule, also da war ich vielleicht 10 oder jünger, immer Prinzessin werden wollten, wollte ich gerne eine Ladenkette aufmachen. Da hat meine Mutter immer gesagt, du bist das einzige Kind, was ich kenne, was mit 10 Jahren eine Ladenkette aufmachen möchte. Aber das waren immer schon so, das war irgendwie meine Vision, irgendwie was Geschäftliches zu machen. Und ich kann mich nur erinnern, dann, also mein Vater, das war immer derjenige, der gesagt hat, naja, wenn einer das schafft, dann ist das Marion, weil ich immer irgendwelche Ideen hatte. Und da hatte ich mit 22 Jahren mein erstes Geschäft, mein Lebensmittelgeschäft, und habe auch erstmal die erste harte Lehrzeit gemacht, wie es ist als Selbstständiger mit aller Verantwortung und so weiter. Ich bin in Hamm, im westfälischen Hamm, zur Schule gegangen, aufs Gymnasium, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein ziemlich fauler Schüler. Das hat natürlich meine Mutter irgendwann mal mitbekommen aufgrund der Zeugnisse, und sie hat dann dafür gesorgt, dass ich eine lebensverändernde Erfahrung gemacht habe, und hat sich dann damals für einen ziemlich radikalen Schritt entschlossen. Sie hat mich dann von der Schule genommen, weil sie geahnt hat, dass ich das Abitur auf diese Art und Weise niemals schaffen würde. Und sie hat es tatsächlich geschafft, mich dann als Energieanlagenelektroniker auf einer hiesigen Schachtanlage in eine Lehre zu stecken. Das war natürlich der Schock meines Lebens. Ich habe die kompletten 3,5 Jahre habe ich tatsächlich jeden Tag abgezählt und nicht abwarten können, wann diese Zeit, diese Horrorzeit für mich zu Ende ist, weil ich natürlich dort gemerkt habe, was es tatsächlich bedeutet, hart arbeiten zu müssen. Ich bin danach wieder zur Schule gegangen, habe mein Abitur nachgeholt, habe dann studiert und habe mein erstes Unternehmen gegründet, dann mein zweites Unternehmen, ein EDV-Systemhaus. Das habe ich dann über 16 Jahre lang relativ erfolgreich geführt. Und dann kam der Kontakt zu Network Marketing. Irgendwann 2005 habe ich dann den Mike kennengelernt, habe gemerkt, er ist genau so wie ich. Also wir haben Visionen, wir haben Ideen und man kann was erreichen, wenn man es möchte. Und mit Mike hatte ich das erste Mal jemanden, der da auch dran geglaubt hat. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, was ist das für eine Möglichkeit? So viele Leute erreichen mit kaum Geld. Was ist das für ein Markt? Nur mir hat das richtige Produkt eigentlich gefehlt. Ja, das war eine lustige Geschichte, als unser Sponsor uns das Produkt vorgestellt hat und gefragt hat, ob wir vielleicht irgendwelche Schmerzen haben oder ob wir das Produkt mal testen könnten. Es wäre wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Habe ich wirklich nicht dran geglaubt. Ich habe seit über 20 Jahren Gelenkschmerzen. Habe dann aber zu Mike gesagt, okay, lass es uns probieren. Dann können wir sagen, wir haben da kein Interesse dran, weil wir haben es völlig unterschätzt. Als ich es dann ausprobiert habe und nach einer ganz kurzen Zeit schon gemerkt habe, dass meine Gelenkschmerzen, dass es mir besser ging, und wir dann eine Woche lang auch unsere engsten Freunde und Bekannte dann testen lassen haben und dann enorme Resultate gesehen haben, da war uns klar, das ist unser Produkt. Also das ist das tolle Produkt, worauf wir vielleicht immer gewartet haben. Wir haben unsere eigene Firma gegründet und wir haben immer gerade an Network Marketing geglaubt. Als wir am Anfang 5 bis 6 Wochen warten mussten, da kamen die Leute zu uns und sagten, komm, wir zahlen euch den doppelten Preis, könnt ihr uns das verkaufen? Weil ich denke, dass wir dieses durchaus mit ein bisschen Stolz sagen können, dass wir keine Flyer gebraucht haben, dass wir keine Webshops gebraucht haben, dass wir keine Landingpage gebraucht haben, dass wir keine Radiowerbung genutzt haben oder sonst etwas, sondern das Einzige, was wir tatsächlich nutzen, sind unsere Visitenkarten,
und zwei Banner, die wir auf die Bühne stellen, wenn wir dann für andere Partner oder mit anderen Partnern zusammen für deren Gäste dann dementsprechend Veranstaltungen durchführen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man sich selbst dupliziert. Und wenn man mich fragen würde, welchen Tipp ich geben würde, um All-Star zu werden, würde ich sagen, ab heute würde ich dieses tolle Geschäft einfach als mein Geschäft, als mein wirklich eigenes Geschäft betrachten und nicht als Hobby. Und ab dem Zeitpunkt wird es klappen. Ich denke, wir möchten auch Danke sagen an das Unternehmen, dass wir diese wunderbare Gelegenheit nutzen dürfen. Danke an unseren Sponsor, ohne den wir das niemals kennengelernt hätten. Und wirklich ein riesen Dankeschön an unser absolut fantastisches Team. Wir sprechen da so oft drüber. Wir sind mega mächtig stolz auf euch. Und wir werden alles tun, um euch ebenfalls zum All-Star zu bringen. Dickes Versprechen. Ciao. Ja.